Einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Suicide Squad Kill the Justice League. In der letzten Folge sind wir ja mit Lex Luthor aus einer anderen, naja, Weltdimension zurückgekommen und haben jetzt wieder eine reelle Chance, die Justice League zu killen. Bei Flash haben wir es ja schon geschafft. Es handelt sich dabei um gentechnisch hergestellte Waffen, bekannt als Alles klar. Und bei Flash haben wir es ja schon geschafft und jetzt fehlen dann halt noch ein paar andere, nicht wahr? Ich hoffe, euch da draußen geht es soweit gut, und wenn nicht, seht zu, dass ihr das wieder hinbekommt. Unterstützungsmission? Wo haben wir denn noch was? Ah ja, für den Pinguin. Ja, nee, das kann ich offscreen machen. Das ist für euch jetzt eher unrelevant. Das sieht ja alles irgendwie gleich aus. Dann müssen wir, glaube ich, wieder zur Halle der Gerechtigkeit. Okay. Dann machen wir das auch. Ach ja, und wenn ihr ein Sekündchen Zeit habt, könnt ihr gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Das wäre ein Träumchen für mich. Und Support ist ja kein Mord, nicht wahr? So, genug der Eigenwerbung. Dann wollen wir mal gucken. Na, warte mal. Ich hab doch hier, Schnellreise. So ein Ding ist das. Die sind echt alle ein bisschen langsam unterwegs, wenn man da durch die Stadt gondelt. Das war, kam mir im Batman ein bisschen schneller vor. Okay, was haben wir denn? Ach so, ja, wir kriegen ja auch immer wieder so eine Kisten. Gewöhnlich, die uns ein paar kleine Ressourcen bringen. Ja, okay. Oh, nochmal. Ich dachte, da wäre noch eins. Nun ja. Naja, so ist es halt nicht. Okay, warte mal. Auftrag, nee, das ist dieses hier. Wisst ihr, was Waller auswählen macht, wenn man zu spät zu einer geheimen Besprechung kommt? Geht sofort ins Heiligtum oder ihr findet es raus. Okay. Dann gehen wir halt mal ins Heiligtum. Wie nett die uns immer behandeln. Sie ist schlecht drauf. Wie wir alle. Mein Rat, versucht euch zusammenzureißen. Vor allem du, Boomerang. Verstanden. Mhm. Und das Update für den Präsidenten? Der kann mich mal. Wo stehen wir mit LexCorp? Ich gehe noch durch die entschlüsselten Daten vom Besuch im LexCorp-Büro. Luther wusste seit 2 Jahren vom Ende der anderen Welt. Ich hätte das reicht, Hank. Wer ihm. Ihr wart da. So schlimm wie erwartet. Was auch passiert ist, vernichtete ihre Erde. 8 Milliarden tot. Sie hatten unsere Ressourcen, unsere Abwehr. Und sie haben verloren. Nicht mit uns. Colonel Flagg? Brainiacs Schädelschiff ist vor konventionellen Waffen geschützt. Das haben wir Green Lantern zu verdanken. Solange Lantern noch lebt, wird dieses Schiff über unseren Köpfen hängen. Zum Glück haben wir 4 Mörder, die ihren ersten Meter erwischt haben. Sie sehen so aus, als wären sie bereit für einen zweiten Versuch. Kein Problem, aber die letzten Male, die wir es mit diesem Mr. Brutalo Cop probiert haben, hat er uns echt nass gemacht. Was ist ein Scheißproblem? Hör mal, Flagg. Sind wir wirklich so verschieden? Ich meine ja nur, wenn du einen Freund brauchst, bin ich für dich da. Sei nicht da. Sei niemals Colonel da. Colonel Flagg, ich habe das Gefühl, sie hatten recht. Und Task Force X sollte ein Team aus 3 Personen sein. Denk drüber nach, hä? Huh?
Es war Boomerangs Idee. Bestraf ihn. Oh, ich beging ein Cyberverbrechen. Hack, Situationsbericht. Energiewelle. Eine massive Energiewelle vom Schädelschiff. Eine Menge Strom und Hitze. Was treiben die da bloß? Bezieht Aufklärungsposition, Taskforce X. Ich will dieses Schiff beobachten. Okay. Ja, machen wir das. Alles klar. Position und Schiff beobachten. Das kriegen wir hin. Schiff beobachten. Nicht. Leeren Blick, ja. Der gute alte leere Blick, man kennt ihn. Viele Leute finden Schädel cool. Selbst wenn mit Teenager, die man im Auge behalten muss. Ja, ja. Moment, ich hab hier. Diese seltsamen Teenager, die Schädel cool finden. Man kennt sie. Kennt ihr sie? Man kennt sie doch. Genau, bleiben Sie drin und gehen Sie nicht raus. Das heißt, Sie bleiben bitte drinnen. Das Schädelschiff scheint verantwortlich zu sein. Ich habe noch nie ein solches Blitzverhalten erlebt. Ja, okay. Nicht mal in dieser Stadt. Okay. Ich werde so lange wie möglich über den Sturm berichten. Nein. Aber das ist wieder so typisch. Wieder so typisch ich. Wir sollten dem Blitzen lieber aus dem Weg gehen. Wir sehen uns bald wieder. Ja. Ach, das ist wieder ein scheiß Schild. Okay, ich komme dir mal rüber. Au. Aui. Aui. Hör doch auf mit sowas. Nachher tut sich noch einer weh. Und ich möchte mir nicht wehtun. Ich mag das nicht, wenn ich mir wehtue. Ha, ja, ja. Oh, immer noch. Da. Was ist das jetzt? Ja, das war's jetzt. Ich bin kein Experte für Xenobiologie, aber das nenne ich tot. Ihr seid fertig. Okay, wenn wir fertig sind, sind wir fertig. Das heißt, wir sind fertig. Hüpf. Und so. Und so. Hoppala. Und hier hüpf. Und. Hör zu, Dadger. Ich weiß, wie wichtig dir diese Fehde ist. Wie wäre es, wenn du und Green Lantern das unter euch ausmachen? Ja, das hätten wir gerne, aber nein, das wird so nicht laufen. Das wird leider so nicht laufen. Was zum. Wir haben den Kerl gerade gekillt, oder? Er sah ja ziemlich tot aus. Aber Lex war ja auch. Das ist nicht Flash. Das sind zu viele. Wie ein Haufen Flaschensteins. Flaschensteins? Ach du Scheiße. Das Schädelmobil hat den ganzen Strom gebraucht, um neue Flash zu bauen. Ha! Und mich nennen sie Energieverschwendung. Ja. Sind die jetzt alle super schnell? Sieht wohl so aus. Ladet diese Entkuppler auf und zeigt es ihnen, wie bei Flash. Flash aufgeladene Feinde. Brainiac hat Flash aufgeladene Feinde in den Kampf geschickt. Mit der Speedforce können sich diese Feinde umstellen und oder schnell entkommen. Sie werden nicht vom Team Spezialangriffen betroffen. Konter und Schild. Schildernte. Flash aufgeladene Feinde, um einen Speedforce-Entkuppler aufzuladen. Wenn er aufgeladen ist, fügst du extra Schaden zu. Ja. Die Frage ist. Hoppala. Ja, scheint ja doch Schaden zu nehmen. Hopp. Ja, also Schaden nehmen sie trotzdem, also da brauche ich jetzt nicht so hoch.
so supi viel machen. Ich dachte, die wären jetzt anspruchsvoller. Also muss ich sie quasi erstmal so ein bisschen betäuben. Oh. Na, runter solltest du. Oh Mann. Okay. Läuft doch. Warte mal, da hinten ist noch... verdammte Axt. Nein. Okay, den verdrösche ich ordentlich. So. Hat er jetzt davon? Wow. Boah, das waren wieder so viele wundervolle Effekte, dass ich wieder platt den Überblick verloren habe. Achso, ja klar, das geht ja nicht immer. Oh, der hat gesessen. Hey, wie viele sind es denn noch? Zwei. Einer? Nö, keiner. Oh, jetzt springt der auch noch woanders hin. Ey, der traut sich was. Was hat denn jetzt? Ja, ja, ich weiß, ich bin sehr sprachgewandt. Mach du mal so schnell, oder? Oh. Aue. Okay, der Oberhoshi. Diese spezielle Lage? Vielleicht? Klone kloppen. Mhm. Klone klopp ich gerne. Oh. Für staatlich sanktionierte Gewalt kommt dieses Jahr früher. Ah. Schwächer als das, was ich schon habe. Das ist schade. Oh, oh. Wie gefällt euch das, Leute? Flash war mein Freund. Jetzt habe ich noch viel mehr Freunde. Brainiac unterstützt meine Jagd auf euch vier. Vor Flash-Truppen weglaufen geht nicht. Und vor den Hubschraubern verstecken ist zwecklos. Lantern Ende. Na super. Hey, Lex. Zeit, dir dein Gehalt zu verdienen. Nur einen Moment. Ohne Krise. Wir haben auf dieser Seite mehr als kulinarische Probleme, Lex 2. Dieser große, böse, grüne Mann und sein böser, grüner Schild müssen weg. Wir treffen uns bei der Wayne Bank. Tresorraum 27. Mein Gerät ist der Schlüssel. Wayne interessiert. Ah, okay. Habt ihr gemerkt, wie ganz dezent ich diesen Wayne-Witz Wayne-Witz angebracht habe? Ja, so ein Ding ist das. Ich kann das. Na komm, weiter in die Richtung. Ja, ich glaube, in dem Spiel macht es aber auch durchaus Sinn, sich für einen Charakter fest zu entscheiden. Fez am Trapez. Das ist ja fetzig. Fetzig. Oh, gleich haben wir's. Tag und Nacht auf des Wissens Fährte. Na, super geil. Na, das wird ein Spaß hier. Okay, rein in den Spaß. Oh je. Achso. Nö, nö. Hey. Wow. Ja, so ein bisschen machen wir das schon. Teil hat irgendwas vor, Lex 2. Oh ja, es ist ein selbstregenerierendes Modell. Zerstört schnell alle Kristalle des Netzwerks, um ein Nachwachsen zu verhindern. Och nee, oder? Jetzt wachsen die Drecksdinger auch nach? Na, das hab ich ja gerne. Oh,
nachwachsende Kristalle. Ey, was ist denn das für ein Kack jetzt? Na, stirb! Nee, du solltest eigentlich... Achso. Ist noch nicht aufgeladen. Deswegen nicht klappt... Au! Deswegen nicht klappt, ja. Kristall zerstört. Ja, da drüben ist noch einer. Na, sag mal, hab dich doch hoch. Was war denn das jetzt für ein Quatsch? Warum? Ich frag, warum? Wow. Okay, der nächste ist auch zerstört. Oh. Da unten muss noch was sein. Ah, scheiße. Das ist ja wieder ein Quatsch hier. Sie haben sich regeneriert. Pass ich ja. Okay. Sind die jetzt alle down oder nicht? Oder was? Oder wer? Jetzt zum nächsten Trick. Oh, ja. Komm, Granate. Oh, nee. Hat sich doch gleich wieder... Das wird schwer, wenn du da dich nicht richtig... Scheiße. Nein. Oh, das wirft mich wieder zurück. Müsste da nicht... Wow. Ja, natürlich wieder keine Granaten. Oh, was ist denn jetzt? Jetzt. Wo sind die alle Brüder? Da ist er. Okay, haben wir. Ja, achso. Brüder zerstört. Oh, fehlt noch einer, ne? Na. Wow. Shit. Schon wieder K.O. Ich wurde wohl ein bisschen angeschossen. Helft ihr mir? Aber nur ein bisschen. Wir wurden nur ein klein bisschen angeschossen. Das ist dann nicht so schlimm. Oh, die nerven. Wow. Ho, 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 ho. Okay, Brüder 2 ist auch im Arsch. Ich schicke euch Nachschub raus. Macht weiter so. Okay. War das jetzt die... Ja, wir sollten doch bei Wayne... Also, nicht Wayne Tech, sondern bei der Wayne Bank... Sollten wir... Doch rein... Die schönsten Banken zum Ausrauben. Gehen wir rein und finden das Lantern-Killer-Ding. Das Lantern-Killer-Ding. Oh, warte mal. Guck mal da oben. Seht ihr es auch? Selbst nach einer Karriere in Gotham City gewöhnt man sich nicht. Man kann es hier runterballern. Das ist gar nicht so schlimm. In Arkham hätte ich ein paar Rätsel gebrauchen können. Ja, in Arkham. Oh, oh. Batman? Bats? Ja. Leute aufzuknüpfen ist sein Ding, ja. Mittlerweile. Nachdem er sie halb tot geprügelt hat. Immerhin lebten sie noch, nachdem er mit ihnen fertig war. Im Gegensatz zu diesen armen Kerlen. Ja, da will ich runter. Bums.
nichts passiert. So ist das schön. Fallschaden, wer braucht das schon? War ja klar. Oh. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hier sind wir richtig. Schmeiß das Ding irgendwo ran, Sharky. Milliardäre und ihre Geheimverstecke. Mir fehlt mein Unterwasserversteck. Bitte? Kein Alarm. Was für eine positive Erfahrung. So viel zum Geheimlabor. Dieser Wonder-Tussi ist hier. Blamiert mich ja nicht von ihr. Hey, Lady, uns auf ein Gebäude zu werfen. Völlig daneben. Sie arbeitet Kryptonit ein in dem Schild. Okay. Oh, Scheiße. Ist das Kryptonit? Das gehört in ein Schwert, nicht in einen Schild. Du hast das Gemetzel oben doch gesehen. Deine Freunde sind nicht mehr zu retten. Wie viele Leben willst du denn noch riskieren, während du es weiter versuchst und scheiterst? Ha? Ich lasse mich von einem Hai nicht belehren. Sie steht auf uns. Prinzessin. Ah. Stur, ganz egal, woher Sie kommen. Ich kann nicht persönlich hier sein. Sicherheit geht vor, meine Sicherheit. Doch ohne das Sicherheitssystem des Labors sollte es mir möglich sein. Voilà. Die einfachste Übernahme in der Geschichte. Gebt mir einen Moment, um zu finden, was wir suchen. Eine Waffe gegen Green Lantern. Warum hat Batman solche Waffen? Er ist doch Green Lanterns Freund. Typisch, diese reichen Arschlöcher. Immer mehr anhäufen. Na, nichts für ungut. Kein Problem. Ich bin stinkreich. Bist du fertig? Ah, okay. Dann mal Schluss mit lustig. Was ist dein Plan, alter Mann? Ich will meine Stadt zurück. Aber wenn ich dafür die Welt vor Brainiac retten muss, ist das gute PR. Doch überlassen wir die heroischen Opfer Wonder Woman. Ich bin ein mächtiger Freund. Ich bin anders als eure Lehrmeister in der Halle der Gerechtigkeit. Ich bin absolut transparent. Diese Luschen haben es tatsächlich geschafft. Nun, besser spät als nie, schätze ich. Aber ich kenne ihre Art, Mann. Sie werden nie Befehlen folgen. Wir lassen ihnen keine Wahl. Was auch immer auf Brainiacs Schiff ist, kann Gedanken steuern. Stellen Sie sich vor, was Argus damit machen könnte. Wenn die Justice League fort ist, muss jemand anderes die übrigen Metawesen kontrollieren. Nämlich wir. Und was geschieht mit Task Force X? Wenn sie sterben, sterben sie. Wenn sie überleben, gehören sie uns. So oder so ist es ihr Ende. Ich wusste es. Du lügst. Du dachtest, wir könnten unsere Freiheit verdienen. Weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe die Schnauze voll von dieser Verratscheiße. Erschieß uns doch, Waller. Okay, Lex. Wir haben verstanden. Zwischen dir und Waller bist du die etwas weniger beschissene Option. Hilf uns gegen Lantern und die League. Und wir verraten dich nicht. Vorerst. Ausgezeichnet.
Nun, mit diesen Geräten solltet ihr dem Polizeistaat eures Green Lantern ein Ende setzen können. Eine Batterie von Sinestro Corps. Wayne hat sie umfunktioniert, um Green Lantern entgegenzuwirken. Mit dem Gerät könnt ihr seine Konstrukte destabilisieren und Lantern so angreifbar machen. Yellow Lantern Batterie. Entwickelt von Batman. Dieses auf Yellow Lantern-Technologie basierende Gerät kann die Willenskraft der Green Lantern stören. An einer Waffe angebracht, destabilisiert dieses Gerät die Konstrukte von Green Lantern und macht ihn angreifbar. Cool. Okay, jetzt gibt's Prügel für den fiesen Weltraumkorb. Auf geht's. Oh ja, wir können irgendwas anderes machen. Ihr wisst schon, um uns abzuhärten. Nicht, weil ich nervös bin. Ja, du, ist doch keiner nervös von uns. Ja, wenn du sagst, kein Kommentar, ist das ein Kommentar, das ist wohl richtig. Okay, Freunde, aber ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir Schluss für heute. Und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst schon, lasst gerne ein Like oder ein Abo da, schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache, wie immer, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty. Ciao, ciao.